27. Februar fand auf Einladung des BGL, der Allianz Pro Schiene und der DB Netz AG der erste Tag des kombinierten Verkehrs in Frankfurt statt. Ziel war es, die Online-Plattform Railway Tools vorzustellen, die den Zugang zum kombinierten Verkehr europaweit digital vereinfachen soll. Die Schirmherrschaft für Railway Tools hatte im vergangenen Jahr Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer übernommen. Stellvertretend für den Minister nahm der parlamentarische Staatssekretär im BMVI, Steffen Bilger, an der Vortragsveranstaltung mit Podiumsdiskussion teil. Unter den Gästen der Veranstaltung befanden sich Vertreter mehrerer Parteien aus dem Deutschen Bundestag sowie weitere hochkarätige Gäste von Transportunternehmen, Kombiverkehrsunternehmen, Terminalbetreibern und Verbänden. Und hier beim Tag des kombinierten Verkehrs beim BGL im Haus des Straßenverkehrs. Bei mir steht der Verkehrsstaatssekretär und Logistikbeauftragte der Bundesregierung, Steffen Bilger. Herr Bilger, herzlich willkommen. Das Verkehrsministerium hat die Schirmherrschaft für das Online-Tool Railway Tools übernommen. Warum? Was steckt dahinter? Und was ist tatsächlich das Ziel der Bundesregierung, den kombinierten Verkehr nach vorn zu bringen? Ja, Innovationen in der Logistik sind uns sehr wichtig. Ich glaube, wir haben da viel schon vorzuweisen in Deutschland mit den innovativen Unternehmen, die wir haben. Morgen bei der Konferenz Güterverkehr und Logistik werden wir auch das Innovationsprogramm Logistik 2030 vorstellen und da passt dieses Projekt Railway Tools genau rein. Herr Professor Engelhardt, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung. Herr Professor Engelhardt, was ist Ihr bisheriges Fazit von der jetzigen Veranstaltung zum kombinierten Verkehr? Ich bin sehr positiv überrascht, wie viele Fragen aufgekommen sind, wie viel aber auch kritischer Input, so dass viele Teilnehmer uns den Eindruck vermittelt haben, wir sollten hier eine weitere Arbeitsgruppe auf den Weg bringen, um das Ganze wirklich mit Leben zu füllen. Und gerade mit der Schirmherrschaft seitens des BMVI haben wir mit Sicherheit die Möglichkeit, daraus auch wirklich ein brauchbares, praktikables Produkt zu machen. Also grundsätzlich sehr positiv. Bei mir ist der Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene, Herr Pfleger, mit dem wir gemeinsam zusammen mit DB Netze das Tool Railway Tools heute vermarkten und weiter besprechen wollen. Wie ist denn Ihr Fazit vom heutigen Tag bis jetzt? Das Interesse ist überwältigend. Ich bin wirklich überrascht und positiv überrascht, wie interessiert und wie engagiert die Marktakteure hier mit uns diskutieren. Wir stehen natürlich mit dem Railways-Tool noch ganz am Anfang. Das ist noch lange nicht perfekt, aber das Interesse ist gigantisch und für uns beide, denke ich, eine Ermutigung, weiterzumachen. Das sehe ich genauso und damit auch der Appell an unsere Mitgliedsunternehmen, sowohl bei der Allianz Pro Schiene wie auch bei DB Netze, wie auch im BGL. Unterstützen Sie uns, damit das Projekt nachher auch wirklich ans Laufen kommt. Vielen Dank.